What's that? Der Grabstein. Da ist ein Schlüsselloch, passend zum Heft, das du gefunden hast. Und wenn ich recht habe, solltest du dich besser auf einen Kampf vorbereiten. Hä? Was für ein Kampf? Ist das da hinten Dürlin? Der Honk? Eines Königs würdig. Tatrefiel der Herzlose! Für den König! Ach du Scheiße. Es kann sein, dass das die neuen Valkyren sind, oder? Hat er falscher Kopf gesagt? Das wäre ein bisschen sehr lustig. Okay. Okay. Du hattest nie eine Chance. Nee, hatte ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Huh, der kann ja ordentlich was. Nicht schlecht. Aber wir wollen ihn natürlich besiegen. Tatrefiel der Herzlose! Für den König! Fall vor mir nieder! Okay, wie kann man das denn aufhalten? Das frage ich mich gerade. Falscher Gott, sagt er, okay. Fall vor mir nieder! Okay, da muss man wirklich. Du solltest fliehen! Fall vor mir nieder! Da muss man offenbar wirklich im genau richtigen Moment dann eben. Fuck. Ja, genau, alles klar. Man muss genau im richtigen Moment ausweichen. Fall vor mir nieder! Jetzt. Mach dich selbst bereit, du Horst. Fall vor mir nieder! Okay, das war nicht gut. Nein! Och Mann. Das war doch schon wieder so knapp. So ein Dreck immer. Fucking shit. Nein, wir wollen ihn aber auf jeden Fall jetzt besiegen. Der ist halt machbar. Den kriegen wir hin. Man darf sich nur nicht so dumm anstellen. Tatrefiel der Herzlose. Für den König! Fall vor mir nieder! Hinter dir, Bruder! Hast du Angst? Fall vor mir nieder! Das war zu früh. Fuck. Das war auch nicht gerade eine Glanzleistung meinerseits. Schwacher kleiner Gott. Ey,
Ich konnte mich nicht mal bewegen. Was ist das? Fall vor mir nieder! Das ist auch scheiße. Ich fasse es manchmal echt nicht. Ich fasse es manchmal echt nicht. Wirklich nicht. Aber naja, gut. Das wird jetzt so eine Sache wie bei dem Schotterdrachen, so hieß er doch, glaube ich, ne? Einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder. So lange, bis man ihn halt besiegt. Super schwer ist er nicht, aber mein Skill reicht halt nicht aus, um solche Gegner anständig besiegen zu können. Das ist halt hier dann eher das Problem. Ja, da kann man halt dann nicht mehr blocken. Wenn man den ersten Block verkackt, dann kriegt man auf jeden Fall ins Maul. Ja, und auch da halt, ne? Kann ich dann nichts mehr machen, leider. Ja, und den krieg ich auch rein, weil man kann da nichts mehr machen. Das ist halt ein bisschen schade, finde ich, in dem Boxsystem. Nicht ganz stimmig, meiner Meinung nach. Ja, und auch hier wieder, den krieg ich rein, weil ich falsch geblockt habe. Ist ein bisschen schade, dass es so ist. Ja, und schon wieder. Naja, aber wir können uns wiederbeleben noch. Ich fass es nicht. Ich fass es wirklich nicht. Ich hatte eigentlich auch gedrückt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir kennen das ja. Wir kennen das aus dem Kampf gegen Sigrun zum Beispiel, Ragnarok, God of War 4. Da war es halt auch so, dass ich oft das Gefühl hatte, dass meine Eingaben irgendwie nicht gemacht werden. Ich glaube, das hat auch was zu tun, wenn man zu viele Tasten auf Mal drückt oder so. Oder den Finger noch auf irgendeinen Knopf hat, den man eigentlich nicht drücken will. Oder nicht mehr drücken sollte. Und dann führt das dazu, dass manche... Also, warum wird mein Block da nicht akzeptiert? Ich verstehe es auch vorne und hinten nicht. Ich habe im richtigen Moment gedrückt. In dem Moment, in dem man normalerweise da auch kurz vorher noch blocken kann. Seht ihr? Jetzt funktioniert es halt plötzlich, ne? Und das... kann ich nicht begreifen. Da funktioniert es plötzlich nicht. Es wirkt manchmal ein wenig willkürlich. Fall vor mir nieder! Ja, verstehe ich nicht. Weil eigentlich war ich da ja auch rechtzeitig. Naja. Fall vor mir nieder! Zu den Waffen! Fall vor mir nieder!
Ja, ich passe auf ihn auf. Endlich! Mein Gott! Ja, jetzt fall vor mir nieder. Du kanntest den Krieger. Hardrifil der Herzlose, ein Anhänger des falschen Königs Rolf. Laut Mimir war er für seine besondere Grausamkeit im Kampf bekannt. Hardrifils Umgang mit der Klinge war präzise und er nutzte diese Fähigkeit, um das Leiden seiner Opfer zu verlängern. Anstatt sie mit einem Streich zu köpfen, zerstückelte er sie. Langsam und bedächtig, eine abscheuliche Methode. Er wird vergessen werden. Tu mir einen Gefallen. Wenn du noch mehr dieser geisterhaften Berserker-Halunken siehst, dann erledige sie. Die neuen Welten werden es dir danken. Haben dir diese Krieger irgendwann Unrecht getan, Mimir? Du bist sehr aufgebracht. Mehr als sonst. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, wenn es dir recht ist. Okay, einer von 12. Dann klingt das für mich wirklich danach, als wären das die neuen Walküren. Verbundleder. Asgards Standhaftigkeit. Asgarder Zauber, der auf dem Amulett von Yggdrasil platziert werden kann. Gehärtete Überreste. Teile von Einherrüstung, die aus Asgard gefallen sind, können zur Verbesserung von Rüstung verwendet werden. Sehr nett. So, dann haben wir hier Berserker-Grabsteine tatsächlich auf Nidavellir insgesamt. Da hinten ist Dürlin. Das haben wir ja schon gesehen. Ist hier noch irgendwas, wo man hin kann? Okay, das klingt nicht gut. Mal sehen, was Dürlin noch zu sagen hat. Den müssen wir wohl von hier aus werfen. Jo. Und Freya kann natürlich einfach rüber. Ah ne, sie macht es auch. Großer. Dürlin. Sprich. Du musst etwas für mich besorgen. Ein Hammer. Eine Waffe. Nein, ein Schmiedehammer. Kleines Ding. Ein Symbol des alten Widerstands. Gildensolidarität und so. Zumindest war er das mal. Bis in die Asen unter der protzigen Zwergenstatue in der Bucht vergruben. Die Zwerge würde es freuen, ihn wiederzusehen. Hast du keine Angst, dass die Einherjar das mitbekommen? Der Allvater hat mir wegen euch fast die Kehle durchgeschnitten. Ich gebe einen Scheiß drauf, was er denkt. Komm zu mir in die Taverne, wenn du ihn hast. Wird erledigt, Dürlin. Mit dem Speer wirst du sicherlich neue Gebiete in der Bucht erreichen können. Ja, bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich nach Dürlins Hammer suchen. Deine Entscheidung natürlich. Nö, finde ich gut. Wir haben hier eh noch genug offen. Von daher passt das. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, da haben wir das Tor. War hier ganz hinten nicht was? Ne, da war nichts mehr. Zumindest nicht, wo wir hin konnten. Hier war auch nichts mehr, ne? Richtig? Ja, man ist ein wenig verwirrt. Was war hier? Hier war seine Taverne einfach nur. Wobei da auch immer noch Sachen sind, die wir nicht gefunden haben. Zum Beispiel Wissen. Gehen wir erstmal hier lang. Die Bucht der Großzügigkeit. Was haben wir hier? Mordvidniers Maschine. Da ist irgendwas unentdeckt. Ohne die Bergbaumaschinen wirkt es hier draußen schon etwas frischer. Nicht wirkt. Ist. Du hast recht. Danke. Geil. Ich mag es, wenn er den klügsten Menschen der Welt berichtigt. Okay, das ist merkwürdig. Was passiert hier gerade? Ah, geht doch. So, hier ist irgendwas, was wir noch finden können. Irgendwas. Oh, nee. Den habe ich bisher gespürt. Ah!
erledigt. Tschüss, Oger. Ah, nee, das ist ein Bergstra, ne? Das dürfte kein Oger sein. Jo, Bergstra. Deine Klingen sind gut dafür geeignet, Rauchwolken explodieren zu lassen, sobald du dich aus dem Explosionsbereich entfernt hast. Insbesondere dein Peitschenhiebangriff. Wiederholtes schnelles Drücken von X. Ah, okay. Gut zu wissen. Was konnte man hier noch finden? Hier ist noch irgendwas. Aber was ist die Frage? Ich bin mir nicht sicher. Hier war das. Okay, damit hat es dann offensichtlich nichts zu tun. Was ist das? Den können wir einmal drehen. Und nochmal. Und wahrscheinlich nochmal. Und wahrscheinlich nochmal. Da unten ist das Wissen. Ah, da hätte man noch so raufgekonnt. Sehr schön. Jetzt kommen wir rüber. Jetzt kommen wir rüber. So, das da hinten hatten wir auch gefunden. Dann ist das wahrscheinlich irgendwas, was hier oben ist, bei der Maschine selbst. Weil das Gebiet ja an sich auch nicht so groß ist. Also hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten, noch etwas zu verstecken. Freya, wo ist Sigrun jetzt? Unmöglich zu sagen. Sie sucht in allen Welten nach unseren verlorenen Schwestern. Wir hoffen, wenn sie ihre körperlosen Geister nach Vanaheim bringt, finden wir einen Weg, ihre unverdorbenen Wesen wiederherzustellen. Hier ist noch irgendwas. Irgendetwas Unentdecktes. Aber was denn? Wo denn? Wie denn? Oder ist es vielleicht eine Quest? Demolierung. Geil. Es könnte auch eine Quest sein, die wir jetzt hier noch nicht machen können. Ich wüsste halt nicht, wo hier noch was versteckt sein soll. Oder seht ihr irgendetwas? Wenn ihr es seht, einfach Bescheid sagen. Ihr kennt das Spiel. Hier ist auch nichts. Vielleicht bin ich aber auch völlig auf dem falschen Dampfer. Hier sieht man aber ja auch nichts. Hätte sein können, dass da irgendwas drunter ist. Ein Netz. Lungen, nein, das ist Blödsinn. Was? Brocks verdammtes Rätsel. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Dieser blaue Trottel darf mich nicht schlagen. Oh Gott. Wenn du dich so aufregst. Hat er das schon? Er beschäftigt sich immer noch damit. Hier sieht es so aus, als könnte man da irgendwas machen. Ha. Schwierig. Wirklich schwierig. Du bist es auch nicht, ne? Nee. Was könnte es noch sein, Freunde? Was könnte es noch sein?
Da hinten sehe ich auch nichts. Was ist, wenn man hier runter geht? Hier ist Wissen. Aber sonst auch nichts anderes. Kann man vielleicht da hinten noch hin? Warte mal, was ist, wenn man hier noch hin kann? Wie weit kann ich das Ding denn noch in die Richtung drehen? Muss man mal eben gucken. So, jetzt könnte man darüber, aber vielleicht ist das noch nicht alles. Vielleicht ist das noch nicht alles. Wartet mal. Ah doch, das ist alles. Weiter geht es da nicht. Eine Berserkerseele wird es ja auch nicht sein, weil wir haben ja hier schon eine gefunden. Vielleicht ist es wirklich noch eine Quest, die wir aktuell einfach noch nicht abschließen können. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wir haben jetzt hier eigentlich alles gesehen. Da vorne ist halt noch was. Die Schmiede zu treffen hat einige Erinnerungen geweckt. Ich dachte, solche Dinge gäbe es nur in meinem Heimatland. Waffenschmied, Meerjungfrauen? Ja. Ich erinnere mich gut an eine Seenymphe namens Nimue. Sehr talentiert mit einem Schwert. Mimir. Das meinte ich wörtlich. Schämlich. Sie machte die besten Schwerter der Insel und hatte große Träume, was sie eines Tages damit tut. Was wohl aus ihr geworden ist. We will never know. So, was haben wir hier oben noch? Da haben wir alles gefunden. Hier haben wir alles gefunden. Auf der Alberich-Insel haben wir noch einiges nicht gefunden. Da haben wir so... Oh, hier ist noch ein Berserker-Grabstein. Ja, dann gehen wir doch da mal als nächstes hin. Der Lingbackere. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, mein Freund. Da hatten wir alles gefunden. Perfekt. Bruder, diese Orakel in deinem Land. Würdest du sagen, sie haben die Ereignisse manipuliert? Hatten sie einen Plan? Zweifellos standen ihre eigenen Interessen an erster Stelle. Aber meiner Erfahrung nach ließen sie sich leicht von ihren eigenen Prophezeiungen täuschen. Redest du von einer bestimmten Erfahrung, Bruder? Einmal ging ich zum Orakel, um mich aus Ares Knechtschaft zu befreien. Eine Priesterin hatte Visionen, in denen der Olymp vom Kriegsgott in den Ruin geführt werden würde. Darum half sie mir, um Ares zu schwächen und ihre Welt zu schützen. Aber sie hat dich gesehen. Sie sah nicht voraus, dass ich ihn töten und seinen Platz einnehmen würde. Letztendlich habe ich ihre Untergangsvision bewahrheitet. Also hat das Orakel genau die Zukunft herbeigeführt, die es verhindern wollte. Damit sind wir wohl in guter Gesellschaft. Scheint so, ja. Da haben wir den Stein. Von links! Die Zunge ist doch eklig, als die von Brock. Schon erledigt? ...116 Erfahrungspunkte. Auch ein Berserker-Grabstein. Ja, und hier ist halt das Ding. Ich habe keinen Auferstehungsstein mehr. Das heißt, wenn wir den nicht beim ersten Mal erledigen, dann haben wir eh versagt. Naja. Beziehungsweise, wir haben halt nur ein Leben, um den zu erledigen. Endlich kommt man hier mal hoch. Hi. Ist jemand hier? Madame. Ich brauche Hilfe. Na dann. Was willst du? Naja, kurz gesagt, Schätze. Die Kiste da drüben, um genau zu sein.
Mein Sohn und ich, wir kamen auf diese Insel, um ihre Reichtümer zu entdecken. Ich fürchtete, es wäre zu gefährlich, so kam ich allein. Und, naja, offenbar behielt ich recht. Bist du deswegen nicht weitergezogen? Mein Sohn. Ich vermute, dass er nach der zweiten Hälfte des Schatzes gesucht hat. Bitte, findet ihn und sagt mir, was geschehen ist. Wenn ihr eine Belohnung wollt, dann bedient euch an dem Schatz. Mir bedeutet er nichts mehr. Der verlorene Schatz. Und ich habe die Vermutung, dass es hier sein könnte. Nee, es ist hier. Okay. Einst Seeleute. Wir verließen Midgard und suchten nach Reichtum. Wir standen so kurz davor. Mein Junge. Die Überreste sind alt. Sein Sohn ist bestimmt längst weg. Es kostet uns wenig, sicher zu gehen. Wirklich? Zu dem Wasserrad kommt kein Wasser. Das war knapp. Dich erledigen wir jetzt. Fuck. Fuck. Fucky fucky fuck. Okay, den aus dem Winkel zu besiegen ist offenbar nicht ganz so leicht, aber probieren wir es mal von hier. Wenn wir still stehen. Geht doch. 26 von 48. Odin freut sich wahrscheinlich nicht besonders. Nach und nach werden seine verkackten Raben erledigt. Der Geysir unter dem Wasserrad ist verstopft. Ja, aber wir können ihn ja mit Dropnir zerstören. Die Frage ist, wo führt das hin? Zu einem Yggdrasil-Riss. Auf der Insel, okay. Scheint irgendetwas zu sein. Vielleicht der Schatz, von dem der Geist sprach. Glaube ich nicht. Oh, doch. Aber erstmal gucken wir hier rein. Den Aufzug benutzen, aber nicht, wenn er da oben ist. Das lässt sich erledigen. Den zweiten. Erwischt. Schon wieder einer? Großartig. Warum tauchst du immer wieder auf, Kleiner? Spionierst du für deinen Meister? Nein. Das war nicht unsere Absicht. Du musst mir glauben, ich diene lediglich als dein Ratgeber. Aber nur, wenn du es möchtest. Das ist immer so. Dann sei unbesorgt. Wir bringen sie zurück zu Ratatöske. Danke. Ich entschuldige mich erneut, dass ich dich beleidigt habe. Ich verspreche, nächstes Mal hilfreich zu sein. Zappeliger kleiner Kerl. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Kriege ich die sonst mit den Chaosklingen auch kaputt? Ja, okay. Das wird wahrscheinlich hier auch wieder nur Hacksilber sein, aber hey, besser als nichts. Mysteriös. Ziel erreicht. Wir haben doch jetzt bestimmt wieder einiges. Ah ja, was wir auch nochmal gucken müssen. Fällt mir gerade auf. Codex. Freunde. Die Dame der Schmiede. Vor unserer Ankunft hat Brock mit großer Ehrfurcht von der Dame gesprochen. Die Meerjungfrau ist tatsächlich selbst die Schmiede dieses Berges. Sie, die Bestandteile des Sonnenspeers verschmelzen zu sehen, war ein Anblick, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Es ist bedauerlich, dass sie Brock aufgrund der fehlenden Teile seiner Seele nicht sehen konnte. Vielleicht ja im Laufe des Spiels. Wer weiß. So, 12.000 Erfahrungspunkte. Das muss doch zu irgendwas gut sein. Hoplit-Überraschungsangriff. Rammen Sie einen Speer in den Gegner, indem Sie mit einem Hoplit-Überraschungsangriff angreifen. Feststeckende Speere können mit dem Dropnir-Speer gesprengt werden. Ah, okay. Und dann ist er tatsächlich da drin.
Nicht schlecht. Durchbohrender Stoß. Halten Sie R1 weitergedrückt, um einen Gegner mit einem zusätzlichen Speer aufzuspießen. Das wird ja immer gewalttätiger hier. Kann während Sturm geschehen, das kapiere ich nicht. Erhöht die maximale Anzahl an Dropnir-Speeren, die für die Sprengung platziert werden können, auf 6. Halten Sie Dreieck gedrückt, um den Speer mit noch größerer Kraft auf den Boden zu stoßen, wodurch die daraus resultierenden Explosionen an Stärke zunimmt. Strudel. Nahkampfangriff in schneller Folge ohne Schaden zu nehmen, laden den Dropmir-Speer auf und erhöhen seine Schlagkraft erheblich. Bonus auf Glück und Runenkraft. Wenn Strudel voll ist, drücken Sie L1 und Dreieck, um die Anzeige aufzubrauchen und zu aktivieren. Bei Nahkampfangriffen mit dem Dropmir-Speer sind die Betäubung der Aufprall eine Zeit lang wesentlich höher. Ja, das kennen wir ja auch schon von den anderen Waffenarten. Halten Sie R2 gedrückt, um das Element eines Gegners in den Speer zu entleeren. Mit einem Elementsog belegte Speere fügen Elementarschaden zu und können geworfen, gestoßen und gesprengt werden. Das Element geht nach einem Speer-Runenangriff oder nach der Schlacht verloren. Interessant. Und Sturmgewalt. R2 kann während Sturmgewalt gedrückt werden, um Gegner in die Hand zu ziehen, in die Luft geworfen gehen. Okay. Ja. Dann haben wir hier doch jetzt auch alles gelevelt, was irgendwie ging. Freya kann jetzt auch mal wieder was lernen. Rankenschlag. Freya kann Ranken beschwören, die einen in die Luft geschleuderten Gegner packen und auf den Boden werfen, wodurch eine schwere Betäubung ausgelöst wird. Also es ist die Verbesserung der Wurzelschlinge. Was haben wir hier drüben? Freya nimmt ihre Walkürenform an und setzt einen Pfeilregen ein. Oh. Freya nimmt ihre Walkürenform an, steigt hoch in die Luft und stürzt sich dann hinab, um Gegner hochzuschleudern. Aha. Schallecho. Beim Angreifen von Gegnern, die von Freyas Schall befallen sind, wird ein höherer Widerhall ausgelöst, der Gegner in der Nähe betäubt. Schön. Dann haben wir auch da die Skillpunkte verwendet. Ah genau, hier haben wir jetzt Asgards Standhaftigkeit neu. Okay, dann würde ich sagen, können wir wieder rüber. Hier können wir noch was aufsammeln. Waffenverbesserung, Sturmfunke. Flüchtige Überbleibsel einer Sturmflamme, sammeln Sie 6. Okay. Da haben wir ja noch ein paar vor uns. Gehen wir erstmal hier rüber. An Land gespült. Schatzkarte. Wie meine Mutter einst sagte, Zerfall ist unvermeidlich, aber Reichtum währt ewig. Am Strand stinkt es so abscheulich, dass es sicherlich alle Reisenden fernhält. Vielleicht komme ich wieder, wenn das Fleisch weg ist und die Verwesung ihren Lauf genommen hat. Wo ist dieser Rabe? Ja. Und warum machen wir das? Wofür? Man weiß es noch nicht. Das hat auf jeden Fall was freigeschaltet. Ah, I guess. Ich nehme mal an, dass das die das Gitter runtergemacht hat. Wenn ich jetzt noch den Hexenfluch drauf schieße, gilt das dann auch länger? Wahrscheinlich. Ja, das hat das Gitter hochgemacht. So, die müssen wir jetzt zurückholen und dann müssen wir sie hier raufwerfen. Na bitte.
Besser geht's nicht. Und zurück mit dir.